Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie eigentlich ein Packskasten funktioniert. Ich habe schon ein paar Videos zu meinem Kleiderschrank in meinem Kanal. Ich habe auch eine eigene Playlist gemacht, also unbedingt mal in die Playlist hineinschauen. Heute möchte ich aber nicht darauf eingehen, wie ich meinen Kasten einräume, sondern wie der Packskasten funktioniert, was man damit alles machen kann und wie die Reise ist von der Planung bis zum endgültigen Aufbau. Um den Packskasten zu planen, müsst ihr auf die IKEA Homepage gehen. Auf der Seite könnt ihr dann auf Packsplaner starten klicken und danach kommt man auch schon zum Planer. Man kann hier zwischen vorgefertigten Designs wählen oder man klickt auf Selbst zusammenstellen. Hier seht ihr, dass sich ein leerer Raum öffnet. In diesem Raum erstellen wir jetzt einen Packskasten. Ganz oben könnt ihr zwischen Farbe und Größe wählen. Bevor ihr beginnt, müsst ihr aber unbedingt euren Raum ausmessen. Als erstes müsst ihr wissen, ob ihr einen 2,36 Meter hohen Korpus aufstellen könnt oder nur einen 2,1 Meter großen Kasten. Außerdem müsst ihr die Tiefe berechnen. Standardisiert ist 58 cm, aber für kleinere Räume gibt es auch die Möglichkeit von 35 cm. Wenn ihr das alles wisst, dann könnt ihr, wie ihr es gesehen habt, schon die Korpusse in den virtuellen Raum hinzufügen. Es gibt mehrere Varianten, wie man den zusammenstellen kann. Keine Sorge, man kann alles immer wegklicken und es gibt für jede Variante die passende Inneneinrichtung. Wenn ihr etwas hinzugefügt habt, was ihr nicht mehr haben wollt, dann klickt einfach auf das Papierkorb-Symbol. Hier können wir schauen, ob wir auch Türen dem Kasten hinzufügen wollen. Ich entscheide mich hier mal für eine Zusammenstellung ohne Türen. Wenn ihr Türen nehmt, dann könnt ihr auch noch zwischen unterschiedlichen Griffen wählen. Mein Lieblingsteil bei dieser Planung ist definitiv die Inneneinrichtung. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Inneneinrichtung und ganz zum Schluss zeige ich euch dann auch noch die fertige Kombination. Beginnen wir einfach mal mit den Kleiderstangen. Man kann die Kleiderstangen an eine beliebige Höhe ziehen. Anhand der Kleidung, die dazukommt, sieht man dann schön, welche Länge von Kleidern sich hier ausgeht. Das Tolle an dem Kasten ist, dass überall auf der Seite Löcher bereits vorgebaut sind. Das heißt, man kann die Stangen hinhängen, wo man möchte. Das Prinzip gilt dann übrigens auch für Böden und Laden. Was ihr hier noch seht, ich habe einfach jetzt mal ein paar Böden hinzugefügt. Keine Sorge, zieht einfach den Boden zum richtigen Korpus und ihr werdet sehen, dass sich dann gleich die richtige Größe anpasst und so dann auch in den Warenkorb hineingibt. Im Prinzip funktioniert die Inneneinrichtung immer genau so und ihr könnt das bei Boden, Kleiderstangen, Hosenauszieher und so weiter machen. Ihr seht, ich habe jetzt einen Hosenauszieher hinzugefügt. Das ist eine ausziehbare Stange, die gleich für Hosen ist. Und jetzt fügen wir einfach mal ein paar Laden hinzu. Bei den Laden kann man zwischen drei Varianten wählen. Mit Glas, einer normalen Glattenfront oder mit einem Muster. Und ihr erkennt auch immer rechts, wie viel das Ganze dann kostet. Also jede unterschiedliche Art von Laden kostet einen anderen Preis. Was mir auch extrem gefällt an der Inneneinrichtung sind die ganzen Schuhböden, die es gibt. Ich habe jetzt auch noch ein paar Körbe hinzugefügt. Die sind auch immer nett, wenn man vielleicht ein paar Decken hineingeben möchte oder etwas anderes, was einem einfällt. Was mir auch extrem gefällt, sind die ausziehbaren Schmuckeinsätze.
Die habe ich jetzt hier hinzugefügt. Jetzt gebe ich einfach noch ein paar Böden hinein, damit ich, so wie hier, Pullover, Taschen, Hüte, T-Shirts, was auch immer hinlegen kann. Beim Paxkasten gibt es auch die Möglichkeit, noch Lichter hinzuzufügen. Da müsst ihr allerdings aufpassen, ob ihr überhaupt die Vorkehrung habt, dass ihr eine Steckdose habt und die Lichter anstecken könnt dann. Aber das schaut echt total toll aus. Vor allem, wenn es finster ist und man nur die Lichter aufdreht. Ich wollte jetzt einen kleinen Kasten hinzufügen. Man sieht, ich habe jetzt einen falschen hinzugefügt. Das heißt, einfach draufklicken auf den Papierkorb und schon geht er wieder weg. Jetzt kommt noch ein kleiner Korpus hinzu und da zeige ich euch, wie das funktioniert mit den vorgefertigten Designs für eine Innenrichtung. Man klickt hier einfach auf diesen blauen Punkt und rechts öffnen sich dann unterschiedliche Designs. Ich habe mir jetzt ein Design mal ausgesucht, klicke drauf und dann hüpft das auch schon in den Kasten hinein. Wenn wir fertig sind, klicken wir auf Abschließen und dann kommen wir auch schon zu unserer Produkteliste. Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich bin jetzt am Weg zu IKEA. Zum dritten Mal in der Woche. Dreimal IKEA und zweimal IKEA-Lieferung. Ich habe wieder mal entschieden, meinen Packskasten zu erweitern. Das heißt, ich habe mir jetzt einen Teil dazu gekauft. Ich kaufe mir heute noch Körbe plus meine liebe Mama hat sich auch entschieden, einen Paxkasten zu machen und hat den ganzen begehbaren Kleiderschrank, den sie hatte, also die ganzen Bretter rausgerissen und sich jetzt neue bestellt. Da fehlt aber auch ein bisschen was, was wir jetzt heute vom IKEA holen. Ja, das heißt, jetzt fahren wir los, wenn mein Freund da ist. Der hat nämlich noch einen kurzen Termin mit einer Mitarbeiterin und ja, dann fahren wir einfach los und kaufen die ganzen Sachen. Ich liebe ja den Bugs. Ich glaube, ich habe es in den ersten zwei Videos schon mehrere Male erwähnt. Ich glaube, ich habe es in den ersten zwei Videos schon 100 Mal erwähnt, wie sehr ich den Bugskasten liebe. Und weil ich eben im letzten Video sieht man, da habe ich meine ganze Sommerkleidung in die zwei Aufbewahrungskisten auf meinem Kasten hineingegeben und mit dem bin ich zwar kurzfristig zufrieden gewesen, aber langfristig möchte ich das eigentlich nicht, weil ich meine ganze Kleidung, egal welche Saison gerade ist, an einem, also im Kasten haben möchte und nicht irgendwo in irgendwelchen Kisten. Deswegen habe ich ihn jetzt erweitert und aktuell schaut es aus wie in einem kompletten Saustall, weil ich da einfach noch nichts angepasst habe. Es liegt noch das ganze Zeug herum, es liegt noch Gewand herum, es liegen Kleiderbügel herum, also extrem crazy und mir fehlen noch zwei Körbe. Wenn ich diese zwei Körbe habe, dann montiere ich die. Das habe ich heute noch vor und am Sonntag wird dann alles neu eingerichtet. Gott sei Dank. Und jetzt kommt der Thomas und das heißt, wir können starten. Yeah, Reifendruckverlust!
Naja, wie das hängen soll, die Kamera. Muss ich sagen, gefallen mir die Schmuckladen. Ich habe mich ja entschieden, hier zwei Schmuckladen zu machen und dann zwei normale Laden und zum Schluss eine Schuhausziehlade. Die Schmuckladen sind sehr, gehen genau über die gleiche Tiefe, also 58 cm. Das heißt, es ist super viel Platz. Man kann sie ausziehen und kann sie dann eben einziehen und das hat auch diese Slow-Funktion, dass es nicht so zufällt. Hier habe ich zwei Laden dazu. Und da herunten die Schuhlade. Bei der Schuhlade ist es leider so, dass dadurch, dass aktuell ein sehr starker Rohstoffmangel ist, es den Schuheinsatz nicht gibt. Das macht aber nichts, weil ich einfach die Schuhe so hinstelle. Schwuppsiwupps. Und wieder kann man es zumachen. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Kasten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen, beim Erweitern, beim Planen. Und natürlich auch beim Einräumen. Wenn ihr Sortierungs- und Einräumungstipps braucht, dann bitte schaut euch unbedingt meine zwei, drei, wie auch immer, ihr seht ihr die Playlist, Videos an und lasst euch dadurch etwas inspirieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!